Für Horrorfans war 2017 ein starkes Jahr, in dem Resident Evil 7 und The Evil Within 2 nur die Spitze des Eisbergs bildeten. Aber was für schrecklich gute Spiele erwarten uns in den kommenden Monaten? In diesem Video haben wir für euch die vielversprechendsten Horrorgames 2018. Los geht's! Fangen wir an mit der Nummer 6. Alte Herrenhäuser strahlen eine derartige unheimliche Faszination aus, dass sie seit Alone in the Dark und Resident Evil aus dem Horrorgenre nicht mehr wegzudenken sind. Auch The Peterson Case schickt euch in ein verlassenes Haus, in dem ihr das Verschwinden der titelgebenden Familie untersucht. Der besondere Kniff, der Ursprung des Mysteriums scheint nicht von dieser Welt zu sein, denn The Peterson Case spielt im Jahre 1947 in der Nähe der UFO-Absturzstelle von Roswell. Das Haus soll übrigens bei jedem Spielstart zufällig neu zusammengestellt werden. Und die Nummer 5. Hier haben wir mal wieder ein Projekt made in Germany. Ad Infinitum ist ein Studentenprojekt der HAW Hamburg, das Survival-Horror-Elemente mit einem Erster Weltkrieg-Setting verknüpft. In der Ego-Perspektive schleicht die durch die surreal anmutende Welt und versucht bösartige Kreaturen auf den Schlachtfeld zu entgehen. Trotz seines fantastisch überdrehten Szenarios möchte das kleine Studio seinem Spiel einen Edutainment-Charakter verleihen, indem es historische Informationen ins Geschehen einwebt. Ob das funktionieren kann? Und weiter geht's mit der Nummer 4. Die Geburtsstunde von The Blackout Club stellen wir uns wie folgt vor. Ehemalige Dishonored und Bioshock-Entwickler sitzen zusammen und sehen sich das Dorf der Verdammten an. Anschließend gründen sie ihr eigenes Studio und machen sich an die Arbeit. In The Blackout Club verlieren einige Teenager unabhängig voneinander das Bewusstsein und wachen irgendwann ohne Erinnerung wieder auf. Als schließlich einer von ihnen ganz verschwindet, beginnt in bester Stranger Things-Manier die Suche. Gespielt wird zu viert im Koop-Modus. Zusammen erforscht ihr ein unterirdisches Tunnelsystem, während ihr wie in Outlast die Ereignisse mit der Kamera festhaltet. Und die Top 3. Mit Hunt Showdown meldet sich Crytek zurück. Das Spiel vereint PvP-Elemente mit kooperativen Survival-Horror und setzt den Spielern einer riesigen Map aus. Gemeinsam mit einem Mitspieler müsst ihr gegen ein anderes, ebenfalls aus zwei Spielern bestehendes Team sowie NPC-Zombies und Bosse bestehen. Etliche Stunden in der Beta haben uns jedenfalls bereits eine Menge Spaß bereitet und da Crytek wie kaum ein anderer Entwickler als Synonym für sehenswerte Grafik steht, ist Hunt Showdown zumindest optisch jetzt schon klar der eindrucksvollste Titel in diesem Ranking. Fast am Ende und die Nummer 2. Nennt es Firewatch im All, nennt es einen Walking-Simulator, nennt es wie ihr wollt, aber Moons of Madness sieht ziemlich cool aus. Als von Halluzinationen geplagter Astronaut auf dem Mars müsst ihr euch gegen die paranormalen Erscheinungen wehren, die in der Marsstation umherspuken. Oder handelt es sich dabei lediglich um Hirngespinste? Spielerisch erwarten euch Rätsel und erzählerisch schaurige Ereignisse. Die unangenehmen Auswirkungen psychischer Erkrankungen haben unlängst weitere Titel wie etwa Layers of Fear aufgegriffen. Ob das auf dem Mars zu einer ruhigeren Version von Doom wird, wir werden es bald erfahren. Und zu guter Letzt das Highlight, die Top 1. Wir haben aufgehört, die Tage zu zählen, bis Visage endlich rauskommt. Irgendwie kommt der Titel nicht ganz in die Pötte. Visage ist einer jener atmosphärischen Horrortitel, die sich von Silent Hills bzw. dessen spielbaren Trailer PT inspirieren ließen. Allerdings wartet das Spiel mit einer neuen Idee auf. Viele Ereignisse in Visage sollen zu zufälligen Zeitpunkt und in zufälliger Reihenfolge geschehen. Schaltet sich etwa urplötzlich der Fernseher in dem verlassenen Haus an, das als Schauplatz dient, kann sich entweder der Raum verdunkeln, ein blutendes Mädchen aufblitzen, euch anfauchen oder eine andere Version erscheinen. Visage bleibt also stets unvorhersehbar. Ja Leute, da sind wir schon wieder am Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es gern mit euren Freunden. Ansonsten war's das für heute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, ciao.